Test the Max. Sturm zieht auf, die Erde bebt, wahrscheinlich gleich, und Mütter sperren ihre Töchter weg. Kein Wunder, denn gleich wird Godzilla anfangen zu grollen. Den muss ich euch gar nicht mehr vorstellen, den Nissan GT-R. Für mich, was Preis-Leistung angeht, der beste Sportwagen der Welt, wenn nicht überhaupt das beste Auto der Welt. Und auch wenn es der Preis vermuten lässt, sind wir doch nicht bei Rewe. Dort heißt es nämlich nur jeden Tag ein bisschen besser. Bei Nissan heißt es jedes Jahr ein ganzes Stück besser. Und das Update für 2012 sind wir schon in Dubai gefahren. 550 PS, ein noch steiferes Fahrwerk. Aber hier in der Version Trackpack bekommt er gleich noch die Lizenz zum Racen. Das ist sozusagen der GTR von der Rennstrecke für die Straße. Alles, was nicht bringt, muss raus. Das ist natürlich als erstes auf einer Rennstrecke die Rückbank, dazu Kopf- und Seitenairbags, weil den Trackpack fährt der Profi wahrscheinlich eh nur mit Helm. Und ganz bedauerlich, die Sitzheizung vorne ist auch weg. Dafür gibt es ein nochmal überarbeitetes Sportfahrwerk, die schönen 20 Zöller vom Spec V und vorne die sensationellen 390 mm Bremsscheiben, hinten die 380er. Und wer jetzt rummosert und sagt, ja, aber der hat ja nur 6 Zylinder, der soll sich mal dieses wunderschöne Maschinchen hier angucken. Ein Biturbo mit plasmabeschichteten Zylinderbohrungen, Aluminiumkolben und iridiumbeschichteten Zündkerzen. Außerdem hat ja unser aller Lieblingsauto, hoffe ich doch zumindest mal, der Carrera GT2, auch nur 6 Töpfe. Und was ich klasse finde, ist, wer das Auto nicht kennt, weiß mit dem Godzilla nichts anzufangen. Nur der Kenner weiß, was für ein Wunderwerk der Technik da drunter steckt. Es ist auf alle Fälle kein Auto für Poser. Man mag die Form oder man mag sie nicht. Ich finde sie super, denn sie zeigt sofort, das ist eine reine Fahrmaschine, ein echter Racer. So, dann machen wir gleich mal hier den Sprit auf 100. Angeblich soll das ja in 2,8 schaffen. Das waren jetzt knapp um die 4, aber der presst es so den Saft hinten in die Birne. Das liegt natürlich auch daran, wir haben Winterreifen drauf und es ist kühl. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Topzeit, aber hier auf der Autobahn schiebt er gleich weiter. Ich mag das Auto einfach. Ich mag den so unglaublich gerne. Es ist einfach nur ein Sportwagen und nichts anderes. Und nicht so ein weichgespülter Sportwagen, wie es heute ja für fast jeden gilt. Da sitzt du drin wie in der Business Class. Und da musst du schon mindestens Sport Plus drücken, damit irgendwas vorwärts geht. Und bei dem geht es auf Anhieb vorwärts. Also entweder ich kaufe mir einen Sportwagen und dann habe ich einen Sportwagen. Oder ich lasse es doch. Ich meine, wenn man mal feiern will, dann nimmt man ja auch nicht ein alkoholfreies Bier und kippt sich dann vielleicht mal einen Wodka rein. Nein, dann trinkst du gleich den Wodka. Genauso ist es hier mit dem Nissan. Das ist einfach von Anfang an ein echter Sportwagen. Und auch wenn wir hier die Tasten umgestellt haben, du musst eigentlich nicht viel rumstehen. Der schiebt hier hoch. Uiuiui. Wir dürfen ja nur 240 fahren, weil das ist ein kleines Manko. Kann aber nichts dafür, der Gute. Wir haben nämlich Winterreifen schon drauf, 315 Höchstgeschwindigkeit. Schade, dass wir das jetzt nicht fahren dürfen. Aber ich habe mir bei dem keine Bedenken. Es gibt ja viele Autos, da kriege ich feuchte Hände, wenn ich mit den 300 fahre. Bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der ist einfach so satt und so stabil auf der Straße. Und hier im vollen Härteprogramm springt er natürlich ein bisschen hin und her. Aber es macht einfach Spaß und deswegen mag ich das Auto. Egal, was du mit dem anstellst, es macht immer Spaß. Also leider kein Track für den Trackpack, aber so ein Roadpack hier, das glaube ich, tut es ja auch schon mal. Also leichtes Untersteuern haben wir hier mit den Winterreifen, aber ein bisschen Gas geben. Und der kommt hin. Du hast auch gar nicht das Gefühl, in so einer schweren Maschine zu sitzen. Und obwohl der 1,8 Tonnen wiegt, hast du eher das Gefühl, dass das ein absolutes Leichtgewicht ist. Der hat einen mechanischen Grip, unglaublich einfach. Ja. Schön über alle 4 weg und dann
Sobald er wieder halbwegs gerade steht, bohrt er sich mit seinen 4 Allradpranken hier in die Materie rein. Und dann immer dieser Sound, dieses Klicken und Klacken und dieses Metallische, genauso wie in einem richtigen Rennwagen. Jeder Herbertsfahrer hätte sich mit seinem Supersportwagen schon längst beschwert, dass das so viel Geräusche gibt. Aber hier gehört das einfach dazu und so muss es ja eigentlich auch sein. Du hast auch immer das Gefühl, du sitzt mitten im großen Räderwerk, mitten im System drin, in diesem Mahlen der Zahnräder. Der Motor klingt eher wie eine Turbine, ja. Und du hast echt auch das Gefühl, du bist hier völlig im falschen Film, als ob alles doppelt so schnell abläuft, als es eigentlich sein sollte. Mann, macht das einen Spaß. Also das ist hier irgendwie so eine Mischung aus Rennauto, Elektroauto und ein bisschen PlayStation. Es geht dermaßen sensationell ab. Sensationell, wie der auch hier am Gas hängt. Also man kann ja für einen ultimativen Kick auch 50 Millionen anlegen und aus 39 Kilometer Höhe springen. Aber ich glaube, der Adrenalinpegel kann da auch nicht viel höher sein als hier im Trackpack für die 100.000. Test the Max.